Moderne Popballaden mit schwerlicher Instrumentierung leben natürlich von einer intensiven und emotionalen Gesangsdarbietung. Die muss natürlich gut aufgenommen und natürlich auch gut abgemischt sein, aber gerade die räumliche Einbettung des Gesangs in den Gesamtklang des Songs, vor allem mit wenigen Instrumenten, ist natürlich ganz wichtig. Wie geht man mit Räumen um und wie sorgt man dafür, dass die Stimme quasi larger than life ist und gut rüberkommt, die Emotion also perfekt transportiert? Wie Jan Löchel das in seinem Song River gemacht hat, verrät er uns heute im Teil 2 von unserer Reihe, mit der wir gestern gestartet sind. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019. Und nachdem uns Jan Löchel gestern verraten hat, wie er seine Stimme für seinen Song Rivers aufgenommen hat, wie er die Klanggestaltung vorgenommen hat, welche Equalizer benutzt hat und welche Kompressoren er benutzt hat, falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir das Video gerne mal hier oben einblenden, wird er uns heute verraten im zweiten Teil, wie er die räumliche Gestaltung gemacht hat. Wir erinnern uns an den Song Rivers, der ja sehr spärlich instrumentiert ist mit einem Piano hauptsächlich und ein kleines bisschen Synthesizer im Background. Das heißt, viel Platz für die Stimme, aber auch viel Raum, der ausgefüllt werden muss, damit die Stimme wirklich larger than life rüberkommt. Und wie er seinen Ansatz wählt beim Umgang mit Räumen, welche Plugins er benutzt, wie viel er davon benutzt und vor allem, wie er seinen Weg dahin findet, um diesen perfekten Sound dann am Ende des Tages zu kriegen, der uns so ergreift, wenn man den Song hört. Das wird er uns jetzt gleich verraten. Wir erreichen ihn wieder in Berlin und ich freue mich, dass er wieder dabei ist. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, will ich dich auf jeden Fall schon mal bitten, einen Daumen nach oben zu geben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir schalten jetzt mal rüber zu Jan und ich freue mich, dass er dabei ist. Los geht's. Da sind wir wieder, lieber Jan. Schön, dass du es heute wieder geschafft hast, dich dazu zu schalten. Die wirklich schwierigen Aufzeichnungsarbeiten für The Voice Senior erlauben dir ein kleines bisschen Zeit, dich mit uns zusammenzuschalten. Hast du den gestrigen Abend noch gut verbracht, nachdem wir gestern ein bisschen gequatscht haben? Ja, sehr gut. Das sind lange Tage, so immer, vor allem, wenn ich aus Münster anreise, sind die Tage sehr lang, aber immer eine große Freude und mit dir sowieso. Sehr schön. Wir haben ja gestern auf die Soundgestaltung geguckt bei deinen Pop-Vocals und wollen heute mal drauf gucken, wie du deine Räume genau angehst. Kannst du ein bisschen was zu deiner Philosophie sagen, wie du deine Räume gestaltest, speziell wenn du jetzt so eine Ballade hast, die wir hier gerade vorliegen haben? Also ich sehe halt so die Räume, die ich benutze, so ein bisschen wie Instrumente. Das heißt, wir haben natürlich heute den Luxus, uns aus verschiedenen Halbplatten kurz, lang, alt, neu Sachen eben aussuchen zu können. Und ich lege die dann meistens erstmal so in Bussen an und fahre die dann über die Sendregler so ein bisschen an, um zu schauen, so wo ist eigentlich, wann passiert so dieser Moment, die Räumlichkeit, die ich so mir für den Song wünsche. Mhm. Das weiß ich meistens vorher gar nicht. Ich kann das noch gar nicht definieren. Ist das ein langer Hall? Ist das ein kurzer Hall? Ich kann einfach nur den Moment, wenn es passt, den weiß ich, den höre ich. Und dann weiß ich, okay, von hier aus gehen wir weiter. Dann bist du zu Hause. Richtig. Und manchmal sind es auch verschiedene Hallräume, die gar nicht so unähnlich klingen, die alle mit so einer homöopathischen Dosis angefahren werden und drin sind. Wir gehen mal rüber. Warte, ich nehme dich mal mit. Zusammenmischen. Ich nehme dich mal mit. Wir schauen mal direkt drauf. Also, wenn wir hier auf die einzelnen Busse drauf gucken, die sind hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Busse, die du für den Hall genutzt hast. Und wenn wir hier mal drauf gucken, du hast auf dem ersten einen Valhalla Vintage Verb. Da hast du die Platte eingestellt. Kann ich vielleicht gleich nochmal eben anklicken. Dann hast du hier ein Spring Reverb an, also eine Feder, der ja normalerweise eher für Gitarrenverstärker bekannt ist. Wahrscheinlich für die Textur, ne? Richtig. Der macht, also den finde ich, der macht einfach was ganz Spezielles. Den verstehe ich vor allen Dingen von den Parametern her gar nicht. Aber das ist auch ganz gut so, weil dadurch kriegt er also ein sehr unanalytischer Aspekt so im Mix und der macht immer irgendwas. Da klicke ich mich durch die Presets und denke mir, ach guck mal, das könnte auch gut lässt sich inspirieren quasi von den Presets. Ja. Total. Ja, super. Total. Aber das ist ja auch mehr als legitim. Ich meine, wer kann alle Einstellungen hier abrufen und so weiter, gezielt aussuchen? Das finde ich schon sehr legitim, sich von den Presets einfach inspirieren zu lassen. Dann hast du noch eine weitere Platte. Ich gehe mal eben kurz durch die Platten durch. Wir haben hier die Pure Plate noch, die du hier ausgewählt hast. Eins, zwei, drei Hall-Effekte, dann hast du hier hinten noch die Little Plate, die ist auch von Soundtoys, das ist die vierte Platte, hast ja also vier und dann haben wir noch einen Lexikon Hall, da kommen wir aber später nochmal zu, da gibt es nämlich eine interessante Geschichte noch zu, die im Song auch stattfindet, das heißt du hast eins, zwei, drei Platten und den Federhall und die schiebst du dir dann quasi wie so ein Orgelspieler zusammen, bis es dir gefällt, muss ich mir das so vorstellen? Ja. Ich glaube, das ist, man kann das manchmal fast vergleichen mit so Übersprechungen, die passieren, wo ich denke, okay, muss ich
vorsichtig sein, auch phasentechnisch, aber irgendwas packt mich hier gerade. Irgendwas geht da in so Lücken rein, die vielleicht ein Song hat. Jeder Song hat so eine Lücke, wo ich denke so, emotional oder von der Komposition textlich, irgendwas fehlt mir da noch. Und das kann eben durchaus durch so ein Sounddesign eben mit diesen Räumen passieren, dass sich so eine Lücke schließt. Und das finde ich ganz faszinierend. Und von daher gehe ich da relativ unorthodox dran, glaube ich. Das finde ich aber gut, dass du dich von deinen Ohren leiten lässt und von deinem Geschmack und nicht irgendwie Sachen machst, weil du sie immer so machst, sondern dich wirklich da am Song und an der Stimmung orientierst und das zulässt, ne? Also ich muss halt sagen, dass ich beim Schreiben, beim Aufnehmen die ganze Zeit sehr große Zweifel meistens habe und denke mir so, kriege ich das heute hin so? Klingt die Stimme? Ist das irgendwie richtig? Wie machen die anderen das? Dann hört man was gegen und denkt so, ist viel geiler. Und am Ende des Tages warte ich immer nur auf diesen Moment, wo ich denke, okay, gut, dass ich noch eine Stunde hier geblieben bin und nicht nach Hause gefahren bin. Es hat sich gelohnt, weil irgendwas passiert jetzt gerade. Es macht Klick und jetzt kann ich weitermachen. Und das ist so ein Forschen angehen. Ja, Trial and Error oder Trial and Terror, wie man heute so schön sagt. Oder Learning by Burning, frei nach Stefan Stoppock. Okay, der zweite Einsatz, den du verfolgst, ist, dass du neben diesen verschiedenen Hallräumen, die du jetzt hier dir zurechtlegst, noch mit Delays arbeitest. Aber jetzt nicht irgendwie mit einem Viertel sonst was irgendwie Delay, sondern hauptsächlich mit Slapback-Delays. Ne? Ich habe hier den Echo Boy Junior gefunden, den du hier hast. Ja. Und der steht mit 111 Millisekunden, jetzt noch nicht mal in Time. Also Tempo kann man ja eh nicht bestimmen, weil es frei gespielt ist. Aber ein kurzer Slapback-Delay. Was macht ein Slapback-Delay für dich mit so einer Stimme? Also für mich embeddet es einfach perfekt die Stimme ins Backing ein. Mhm. Also das ist eigentlich so der Effekt, den ich nicht unbedingt hören muss, den ich vor allem spüren muss. Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich mache die Stimme nicht wieder 2 dB lauter, 2 dB leiser und finde irgendwie nicht diesen Spot, da hilft mir einfach das Slapback-Delay total. Bis hin zu natürlich einer sehr kreativen Einsatzform, wie jetzt natürlich Rockabilly aus oder den was, 50ern. Ja. Ganz genau. Oder Lenny Kravitz hat es immer ziemlich geil gemacht, finde ich. Und dann vielleicht das noch ein bisschen verzerren oder noch phasen. So, und dann wird das natürlich sehr kreativ. Ich nutze es in dem Fall eher, um es halt ganz klar mit dem Background, mit dem Backing-Track so verschmelzen zu lassen. Ja, toll. Ja. Toller Ansatz. Und du hast einen zweiten Slapback dann noch genommen. Hier einmal, wie gesagt, den Echo Boy leicht dazu gefahren. Wie man hier sehen kann, übrigens alles ganz leicht nur reingefahren. Ne? Hier ist also keiner, wo wirklich volle Pulle reingedreht ist, sondern der Mix macht es in dem Fall. Und das ist ja die Kunst am Abmischen. Du hast dann noch den Microshift reingenommen, der ja im Prinzip auch ein Stereo-Slapback ist, aber halt auch mit so ein bisschen Verstimmung. Das ist, einige Leute nennen es den Big Vocal-Trick irgendwie, indem du links und rechts ein bisschen verstimmst und noch ein bisschen verzögerst und dann reingibst. Das macht der hier alles in einem, ne? Ja, das ist, also ich finde den Microshifter irgendwie sehr schön, weil der, gerade so, wenn man am Anfang ist und noch nicht so ganz genau weiß, wo soll der Sound hingehen, macht der irgendwie was und diese Form der Stereobreite finde ich manchmal bei Lead Vocals gar nicht so uninteressant. So, ich fahre mal diesen hier, ich fahre den mal spontan rein, weil der ist wirklich am beeindruckendsten hier. Warte mal, das ist der Microsoft ist auf Bus 5. Das heißt, ich merke mir mal kurz die Einstellung hier, minus 36,8 und fahre den mal voll rein, damit du mal hören kannst da draußen, was der genau macht. Ich mache mal alle anderen aus, dann kann man das am besten hören. So, also los geht's. It's coming on Christmas, they're cutting down trees. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. Das ist schon heftig. Ne? Machen wir mal auf die Originaleinstellung. Ja. Minus 36,8, was dann noch davon übrig bleibt. Ich mach den mal an und aus. It's coming on Christmas. Los, aus. They're cutting down trees. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. Mhm. Ja, einige Leute würden sagen homöopathische Dosis, aber es ist, glaube ich, die Menge der homöopathischen Dosen, die hier tatsächlich die Wirkung macht, ne? Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube auch, dass es er macht auf jeden Fall irgendwas, also in dem Fall wirklich wenig, aber ich glaube auch, dass für mich ist das Interessante eigentlich immer, wenn ich es erst höre, oder es vor allen Dingen vermisse, wenn ich es ausmache. So, genau. Und vorher als angenehm einfach wahrnehme, bei jedem Effekt ist es eigentlich so. Ja.
und es vermisse, wenn ich es ausmache. Ja, bei dem, so, bei diesem Stacking, was du mit den Effekten hier machst, ist es natürlich auch unfair, den jetzt einzeln rauszuholen, weil es ist natürlich, du hast den als fünften Effekt reingefahren und da hat er natürlich auch schon eine Interaktion auch mit den anderen da zusammen, was ja auch was passiert. Ne? Ja, und wir reden ja irgendwie auch vom Song, der nun überhaupt wenig Make-up haben soll. Der soll ja in erster Linie natürlich sein. Ja. Trotzdem ist natürlich das, wie man einen Song natürlich empfindet, auch davon abhängig, dass natürlich eine Räumlichkeit, die wir sonst auch, wenn jemand spricht, ist es ja in den seltenen Fällen total trocken, sondern wir haben eine Räumlichkeit und das sind wir gewohnt und so sind wir es auch bei Gesang gewohnt. Und das zu treffen, ohne zu viel Schminke aufzutragen, das war jetzt ein bisschen die Herausforderung. Eigentlich. Wir machen mal Folgendes. Ich spiele mal jetzt von vorne nur We're Coming Home Christmas, immer nur diese erste Phrase ab und gebe dann immer mal ein Stückchen dabei. Wir hören dann am Ende den Ausklang und die Halbfahne, die dann dazukommt. Und wir fangen mal trocken an und es wird jetzt mal, achte mal drauf, du, lieber Zuschauer da draußen, was genau passiert jetzt mit dem Raum? Also. It's coming on Christmas. Das war trocken. It's coming on Christmas. It's coming on Christmas. It's coming on Christmas. Entwickelt sich langsam. It's coming on Christmas. It's coming on Christmas. It's coming on Christmas. Noch einer. It's coming on Christmas. Und der letzte macht nichts mehr. It's coming on Christmas. Und so ist schön eine richtig angenehme Wolke hinter dem Song passiert, ohne dass es, also muss man natürlich noch in Interaktion mit dem Klavier noch hören, dann wird es noch wieder ein bisschen subtiler bei der ganzen Geschichte, aber du hast wirklich einen sehr angenehmen Raum hier gebaut, den du ja ehrlicherweise auch nicht solo abgehört hast. Du hast den Raum nicht generiert, während du solo die Stimme abgeholt hast, nee. Ne? Abgehört hast. Also das mache ich sowieso total selten. Ja. Also es ist tatsächlich das, also dass ich die Stimme solo höre, passiert, also mache ich vielleicht dann, wenn ich echt gezielt Resonanzen ausziehen will. Ansonsten höre ich eigentlich die ganze Zeit, wie ich es hinterher ans Mix hören möchte. Tatsächlich, ja. Ich pick mir noch eine meiner Lieblingsstellen raus. Nur kurz zur Information. Du hast die Hallräume auch ein bisschen automatisiert. Dabei hast du folgendes Prinzip verfolgt. Du hast gesagt im Vorgespräch, bevor wir uns jetzt gerade zusammengeschaltet haben, dass du einen Song lieber ein bisschen trockener anfangen lässt, dann nasser werden lässt und hinten raus wieder ein bisschen trockener werden lässt. Ist das richtig? Richtig, also ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Für mich gibt es so einen, also wirklich nur für mich, für meinen Geschmack, gibt es so ein No-Go. Und das ist die erste Zeile eines Songs, wenn der Gesang reinkommt und ich höre eine Halbfahne, die unnatürlich ist. Es sei denn, sie ist halt so gewollt und polarisierend, dass sie ein Stilmittel ist. Voll okay. Aber da habe ich immer Respekt vor. Deswegen automatisiere ich eigentlich auch so diesen Haupthall, der so meine Haupträumlichkeit geben soll. Automatisiere ich den eigentlich so ein bisschen durch und Ende, je nachdem wie der Song endet natürlich, gerade wenn er jetzt so ein ruhiges Outro hat wie dieser Song, dann ende ich auch wieder eher trocken. Ja. Ich habe es hier mal aufgemacht und ein bisschen mit dem Zoom gespielt, dass man es mal sehen kann. Am Anfang kommst du relativ trocken rein, fährst dann ein bisschen hoch irgendwie, bist dann auf einem gewissen Level und fährst dann hinten raus wieder ein kleines bisschen runter. Also wirklich auch ein guter Trick, den man beachten kann. Am Anfang ein bisschen trockener einfach sein und dann kann man sich später ein bisschen mehr davon gönnen. Kommen wir aber noch zu meiner Lieblingsstelle. Das ist nämlich die, wo du den Lexikon-Hall reingefahren hast. Du hast noch ein Hallgerät benutzt, das Lexikon 224. Dieses hier nämlich von der UAD. Und das macht in Kombination mit einem Delay, ich glaube dem Replika hier hinten, macht das diese Fahrt hier, diese Automationsfahrt. Und ich habe neulich ein Video dazu gemacht, dass man Lücken durchaus auch mal füllen kann mit Kleinigkeiten. Und das muss nicht immer ein Handclap sein oder es muss nicht immer irgendwie eine kleine Hookline auf einer Gitarre sein, sondern das kann auch dieses hier sein. Und ich mache das mal kurz an und kurz gucken, dass ich jetzt auch die Automation erwische hier und bin mal gespannt, was der liebe Zuhörer und Zuschauer da draußen so sagt. Teach my feet to fly. Oh, I wish I had a real. Also ich habe selten schönere und subtilere Mini-Hooks gehört als diese hier. Das ist wirklich so ein Ear-Catcher, möchte ich sagen. Das hat mich wirklich an der Stelle auch emotional mitgenommen. Das war eine ganz tolle Idee. Hast du das mit einem Fader gefahren oder wie muss ich mir das vorstellen, dass du dieses Ding da drin gemacht hast? Ich glaube, ich habe... Also es war auf jeden Fall so, ich wollte... Also diese Stelle mit der Kopfstimme ist ja durchaus so eine sehr verletzliche Stelle. Also wo ich nicht unbedingt in meiner Comfortzone singe. Ja. Aber wichtig für den Song. Ich wollte...
es nicht kaschieren im Sinne von, da packe ich jetzt ein großes Delay auf und alles fliegt weg und damit keiner merkt, dass ich vielleicht auch nicht, naja, dass es so ein bisschen wackelig ist. Okay. Stattdessen wollte ich das so über, ich wollte das eher verstärken und wie ich vorhin schon mal sagte, so dieser, ja, dieses Gefühl, wir stehen an so einem Fjord und an so einer Schlucht. Mhm. Das ist so das Bild, was ich vor Augen habe bei diesem Song, in diesem Moment vor allen Dingen. Ja. Und da fand, ja, es war so ein bisschen durch Zufall, auf einmal war bei dieser Lexikon halt da. Und ich habe ihn tatsächlich mit der Maus, während der Song lief, über, wie nennt sich der Mode, dann Latch, glaube ich. Latch, ne? Ja, genau. Genau. Ich habe ihn dann, glaube ich, mit der Maus hochgezogen, wieder runtergezogen, habe ihn aufgezeichnet als Automation und habe das dann noch so ein ganz bisschen mit dem Malwerkzeug, wie soll ich sagen, begradigt nicht, ja. Aber ein bisschen ummalt. So. Ja, das sehr ist etwas schön. Runder war von der Kurve. Ja, aber es ist lustig, dass du es sagst, weil jeder spricht mich auf diese Stelle an. Ja, du nennst es gerade Hook. Interessant, dass ein schöner, großer Heilraum ein Hook sein kann. Ja, es ist, ja, du weißt ja, Hook ist ja übersetzt, heißt Haken. Das heißt, er catcht irgendwie, er fängt total irgendwie deine Aufmerksamkeit. Und das ist eine von diesen Stellen. Ne? Also das muss nicht immer ein Gitarrenlick sein. Das wirklich eine schöne Geschichte. Nee, ist schön. Also, danke. Lieber Young, vielen Dank. Ich drücke dir alle Daumen für den Erfolg dieses Songs. Hoffe, dass er viel gespielt wird bei uns in Münster. Danke. Wird er schon viel gespielt? Wenn du diesen Song bei dir im Radio hören möchtest, dann sag auf jeden Fall auch bitte Bescheid deiner örtlichen Radiostation. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung oder natürlich bei iTunes, Amazon Music und wie sie alle heißen, findest du diesen Song. Kauf ihn, stream ihn und erzähl deinen Freunden davon, ob sie virtuell sind, sozial oder unsozial. Na, die unsozialen vielleicht bitte nicht. Aber ich bedanke mich, Jan, bei dir für deine Zeit. Wünsche euch noch viel Spaß, vor allem viel Erfolg für Team Bosshoss bei The Voice. Danke. Senior. Und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!